Es ist eine der härtesten Sportarten der Welt. Rugby ist nichts für Zartbeseitete und Zimperlieschen. Und ausgerechnet mit diesem Sport sollen Schüler bei einem neuen Projekt lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen. Das klingt erst einmal ungewöhnlich, aber es scheint zu funktionieren. An der Karl-Jator-Schule in Hannover steht Rugby jetzt sogar auf dem Stundenplan für 23 Sechstklässler. Eine von ihnen ist die 11-jährige Denise. Wie sie von dem Training auch im Alltag profitieren kann, zeigt Henrike Rosenwinkel. Fertig? Los, komm, Mohamed, komm, 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 komm! Rennen, werfen und knallhart tackeln, Rugby eigentlich kein ausgesprochener Mädchensport. Doch an der Karl-Jator-Hauptschule in Hannover zeigen die Schülerinnen der 6A den Jungs, was sie können. Auch die 11-jährige Denise hängt sich voll rein. Das Ziel des Projekts, weniger Gewalt durch mehr hartes Training. Wie gewaltbereit einige Schüler sind, hat sie selbst schon zu spüren bekommen. Da war schon mal eine Situation, so ein Mädchen, ich weiß es nicht, sie konnte mich nicht leiden und sie hat mich irgendwie bedroht, hat gesagt, ich weiß nicht, ich bring dich um oder so, aber ich habe sie ignoriert und bin einfach weitergegangen. Mit Rugby gegen Gewalt, auch wenn das im ersten Moment etwas ungewöhnlich klingt, finden die Jugendlichen in dem Sport Bestätigung. Ich glaube, dass das Rugby wirklich ein Mittel zur Gewaltprävention ist, weil halt entsprechend Energien kanalisiert werden können und in bessere Bahnen gelenkt werden können. 23 Schüler der 6A trainieren einmal die Woche für 2 Stunden. Für Aggressionen, die sie sonst auf dem Schulhof rauslassen, gibt es danach keine Kraft mehr. Damit es vor allem in der Halle nicht zu Verletzungen kommt, wird das sogenannte Touch-Rugby gespielt. Beim Touch-Rugby ist es so, wenn der Spieler mit Ball mit beiden Händen berührt wird, muss er stehen bleiben und muss den Ball passen. Er darf den Ball nur nach hinten passen. Es sind keine Fouls erlaubt. Das heißt also, ich darf mein Gegenüber nicht hauen, treten, sonst was. Das gibt sofort eine Strafe gegen denjenigen. Und ansonsten, die Matten sind halt die Endzonen. Darauf kann entsprechend der Ball abgelegt werden. Achim Dix ist seit 4 Jahren Schulleiter an der Hauptschule. Er erlebt täglich, wie gewaltbereit die Schüler miteinander umgehen und hat hohe Erwartungen in das Rugby-Projekt. Also ich hoffe mir von diesem Projekt einen großen Schub in Richtung soziales Klima, Verbesserung des sozialen Klimas, ein besseres Umgehen miteinander. Denn viele haben doch die Schwierigkeiten, sich an das, was wir für normal halten, zu gewöhnen, weil sie es nicht kennen. Zur wissenschaftlichen Auswertung wird das Projekt bis zu den Sommerferien von der Universität Hannover begleitet. Dann steht fest, ob der Sport wirklich die Gewaltbereitschaft senkt. Der raue Sport gibt den Jugendlichen ein Gemeinschaftsgefühl, das ihnen zu Hause oft fehlt. Auch wenn man als Mädchen keine Sonderbehandlung bekommt, ist Rugby genau das Richtige für Denise. Ich finde das Tolle, dass man immer so gegenseitig abspielt und die Abwehr und so, dass man jemanden mal touchen kann und so. Und welche Schule das nicht gemacht hat, sollte das auch mal ausprobieren. Das macht Spaß. Bisher konnte die Klasse nur in der Halle trainieren, doch wenn die Temperaturen es zulassen, wird draußen gespielt, dann auch in der echten Rugby-Version.